Willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu meinem Gauntlet-Sterbemarathon. Ja, die erste Aufnahmesession war ja nicht gerade sehr erfolgreich, was das anging. Also ich bin gefühlt 15 Mal gestorben, wahrscheinlich sogar noch mehr. Das beweist aber nur, dass Gauntlet nicht gerade das einfachste Spiel auf Erden ist. Also nichts mit Casual hier. So, bevor wir uns jetzt Level 3 widmen, wähle ich euch mal kurz zurück zur Lobby. Nö, hier kann ich euch das leider nicht zeigen. Dann gehen wir mal kurz zurück zur Lobby. Hier kann ich es euch auch nicht zeigen. Nö, dann gehen wir wieder rein. Ich dachte, ich zeige euch mal kurz die Meisterschaften, also die Achievements, die ich schon freigeschalten habe, dass wir mal den Überblick dazu haben. Aber das kann man hier wohl nirgends anschauen. Höchstens beim Händler. Nein, hier kann man sich nur die Ausstattung anschauen. Also ja, hier gibt es tolle Ausstattung. Vollhelm der Abrechnung. Dafür müssten wir die Höhlen vom Magasch schaffen. Und hier den brennenden Tempel für das neue Schild. Es gibt kein Entkommen vor den Waffen der letzten Gerechtigkeit. Sie sind dafür gemacht, jeden Gegner niederzuschlagen und zu durchbohren. Also ja, das Schild sieht etwas übler aus als... Okay, das sind die Waffen allgemein. Die sehen übler aus als die, die wir jetzt führen. Okay. Wobei das hier noch krasser aussieht. Und das hier ist eine Keule. Ja, hier steht sogar extra, welchen Rang man braucht, um es freizuschalten. Das scheint sogar nicht mal Geld zu kosten bei der Walküre. Voraussetzungen. Walküre. Achso, da steht der Preis. Okay. Relikte können wir gerade keine upgraden, dafür haben wir nicht genug Geld. So. Das heißt, wir gehen jetzt in die Krypten Level 3. Die letzte Hürde, bevor der Weg zum ersten Bruchstück frei ist. Okay, wir sind im nächsten Gebiet. Hier kann ich mir auch keine Meisterschaften, oder kann ich das unter Einstellungen? Nö. Okay, das kann ich da wahrscheinlich wohl nur übers Hauptmenü machen. Schade. Darum. Das machen wir dann halt in der nächsten Aufnahmesession mal. Oh, die Krüge kann man nicht zerdeppern. Doch, kann man. Gut. Immer ein bisschen Gold machen für den Anfang. Gucken wir mal, was uns für neue Gegner hier erwarten. Nach den Mumien und den Zombies. Skeletten. Die Reichen schmücken mit ihrem Geld lieber ihre eigenen Gräber, als dass sie den Armen helfen. Sie verdienen es, ein zweites Mal zu sterben. Ja. Sehr schicke Einstellung. So, einfach alles zerdippern, weil das ja auch Punkte für unsere Meisterschaften gibt. Ich muss ehrlich sagen, hier sind die Meisterschaften ziemlich gut angelegt. Oh. Wieder so eine Anubis-Sache. Gut. Hier können wir rüberhüpfen. Ah ja, das ist jetzt so eine Art aufgeteiltes System. Hä? Mit mehreren Verzweigungen. Hier können wir hier lang gehen und hier lang gehen und springen. Okay, dann würde ich sagen, springen wir erstmal hier links. So, und betreten mal wieder einen größeren Raum. Das heißt wahrscheinlich wieder Spawner. Oder Gegner. Wow, der ist verzaubert worden. Dann lassen wir den noch mal in die Luft fliegen. So, weg mit dem Magier. Wow. Raus aus dem Bum-Bum-Bereich. So, weg mit dir. Ich wollte gerade fragen, war das schon alles? Das war jetzt aber etwas easy. So, genau, Schlüssel einsammeln. Essen habe ich jetzt eingesammelt, egal. Ich kann ja auch Essen zerstören immer noch.
So, kommt hier diesmal ein Spawner? Nein, bis jetzt. Doch, da kommt einer. Hier an dem Frisbee. Okay, dann probieren wir mal unsere neue Fähigkeit auf. Ja, sehr cool. So. Wow. Okay, das war schon mal sehr coole Fähigkeit. Komm. Wow, das sind aber jetzt ganz schön viele. Genau. So, einmal hier durch. Au. Ich glaube, das behalte ich. Au, das hat jetzt wehgetan. So, genau, der Magier muss weg. Die müssen eigentlich auch mal alle weg. Also explodier mal ruhig. So, da ist noch ein Spawner. Den kann ich auch mal wegmachen. So, weg mit dem Spawner. Jetzt habe ich nur noch halbes Leben, aber ich hoffe mal, dass ich im nächsten Raum gleich wieder was zu essen kriege. So. So. Gut. Nächster Raum. Ah, hier gibt es was zum Wegsprengen. Und ja, hier gibt es sogar unendlich TNT. Also schnappen wir uns mal TNT. So. Sprengen hier das Ding frei. Ein Schlüssel. Okay, ist sehr offensichtlich. Den brauchen wir nämlich auch gleich hier. Hier ist nichts. Ah, hier sind ein paar Gegner. Kommt. Ja, wenn man in eine Richtung schnitzen kann, ist das ganz einfach eigentlich. So. Hier gibt's Gold. Und immer darauf achten, wo der Mauszeiger ist, weil in die Richtung schnitzeln wir auch. So, hier hinter ist ein ganzer Haufen Zeug. Oh. Hey Jungs. So. Ja, lassen wir sie mal gegen das Schild bashen. So. Genau. Anstatt zu spammen, schlagen wir nur ein paar Mal zu. Au. Das könnte nützlich sein. Und kriegen trotzdem einen Hit. So. Aber da ist Essen. Gut. Das macht uns wieder schön voll. Ja, irgendwie lustig, dass Highlights in so manchem Spiel immer Essen sein muss. Oh, Skelette. Naja, Skelette sind recht harmlos. Das sieht wertvoll aus. Auf jeden Fall harmloser als die Mumien. Wie man hier gerade gesehen hat. Habe ich mich einfach mal so durchgeblockt, sozusagen. Oh, hi Kumpel. So, weg mit dir. Du kannst durch daneben. Warum schießt du daneben? So. Gut. Okay, essen. Da wischen wir einfach mal drüber auf das Essen zu. So, an der Falle vorbei. Au. Das musste jetzt nicht sein. Okay, hier sind zwei solche Mana-Tränke. Dann haben wir ja genug, wenn jetzt gleich ein heftiges Battle kommt, um unsere Doppelgänger wieder zu rufen. Die scheinen ja recht nützlich zu sein. Auch wenn sie nicht so lange halten. Okay, durch hier. Ah ja. Rufen wir sie gleich mal. So. Also ja, für sowas sind sie gleich mal unpraktisch. Ja. Das ist jetzt schlecht.
Weil da drüben respawnt alles Mögliche. Wow. Ich glaube, das behalte ich. Genau. Bleiben wir einfach mal hier stehen und schlagen alles zurück. Genau. Das klappt ja recht gut. So. Alles mal mit dem Schild, das ist richtig lame. Der Beschwörungsstein muss vernichtet werden. Wow. So, weg mit dir und weg mit Au. Das könnte nützlich sein. Zum Glück ist da noch Essen. Boah. Ja. Das hast du verdient. Okay, wieder ein Schwertkämpfer. Dann bleiben wir mal schön hier in der Ecke stehen, wo uns nichts so, wo uns nichts treffen kann. Wow. Ja. Das war nicht so toll, oder? Okay. Erstmal weg mit euch. Genau, weg mit dir. Weg mit dem Bogenschützen vor allem. So. Weg. Die Walküre braucht dringend Nahrung. Ja, bis dort, wie es so. Gut. Essen. Essen und einen Schlüssel. Genau, das war ziemlich gemein mit dem Sprung da, direkt in die Gegnerhorde. Aber ich habe es noch geschafft, ohne einmal zu sterben. Und wir haben sogar schon wieder 3 Leben. So, jetzt aber. Okay, noch ein großer Raum. Oh, wieder Nekromant. Das könnte nützlich sein. Ach nö. Genau. Da rufe ich lieber meine Doppelgänger. Nichts wird sich meiner Rache in den Weg stellen. Wow, Eisstrahl. Genau. Ah, er ruft wieder Verbündete. Wieder sein Eisstrahl. Na, komm her. Au, nicht ausweichen. Wow. Ah, wieder sein Eisstrahl. Dann frisbeeen wir ihn mal, wollte ich sagen. Aber die Frisbee geht natürlich meistens dahin, wo sie nicht hin soll. Okay, jetzt müssen wir erstmal das Kleinvieh wieder loswerden. Eure Fähigkeiten und Disziplin im Kampf sind beispiellos, Walküre. Du hast nichts anderes verdient, Lich. Ja, derselbe Spruch wieder. Okay, neue Sprüche könnten sie sich auch einfallen lassen. So, war hier unten. Ne, hier unten kommen wir nicht nochmal lang. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Schlüssel. Noch einen Schlüssel. Und können hier durch zu der Statue. Spawnt jetzt hier irgendwas? Nö. Okay. Achso, da oben sind Gegner. Gut zu wissen. Dann gucken wir jetzt auf die andere Seite. Okay, hier sind Fallen.